Wird Michael ein guter Mann werden? Michael, iyi bir adam olacak mı? Ich glaube nicht, dass Michael ein guter Mann wäre. Michael'ın iyi bir adam olacağını sanmıyorum. Michael scheint ein guter Kerl zu sein. Michael iyi bir adam olacak gibi görünüyor. Wie spät ist es? Saat kaç? 16 Uhr. Saat 16. Es ist 20 vor 10. Saat 10'a 20 var. Kennen Sie mich? Beni tanıyor musun? Ich kenne dich nicht. Seni tanımıyorum. Jeder kennt dich. Herkes seni tanır. Ich kenne dich sehr gut. Seni çok iyi tanıyorum. Wie lange bist du schon mit Michael befreundet? Kaç seneden beri Michael ile arkadaşsınız? Wir haben uns vor 5 Jahren kennengelernt. 5 sene önce tanıştık. Wir haben uns erst gestern kennengelernt. Daha dün tanıştık. Haben Sie dieses Buch schon einmal gelesen? Şu kitabı daha önce okudunuz mu? Nein, ich habe es noch nie gelesen. Hayır, daha önce okumadım. Ich habe es vor 5 Jahren gelesen. 5 yıl önce okumuştum. Wie möchten Sie zahlen? Nasıl ödemek istersiniz? Sie müssen im Voraus bezahlen. Peşin ödemeniz gerekiyor. Sie können mit Kreditkarte bezahlen. Kredi kartı kullanarak ödeyebilirsiniz. Wie alt bist du? Kaç yaşındasın? Ich bin 30 Jahre alt. 30 yaşındayım. Ich bin 25 Jahre alt. 25 yaşındayım. In welcher Klasse bist du? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ich gehe in die 5. Klasse. 5. sınıfa gidiyorum. Ich ging zur Universität. Üniversiteye geçtim. Hast du ein Hobby? Hobin var mı? Ich spiele gern Fußball. Futbol oynamayı severim. Ich habe keine großen Hobbys. Büyük bir hobim yok. Ich liebe es, Musik zu hören. Müzik dinlemeyi severim. Was machst du heute? Bugün ne yapacaksın? Ich werde heute Urlaub haben. Bugün tatil yapacağım. Heute gehe ich einfach ins Bett.
Bugün sadece yatacağım. Ich bin ein wenig krank. Ich werde mich ausruhen. Biraz hastayım, dinleneceğim. Wie ist der Fortschritt des Projekts? Projenin ilerleme durumu nedir? Das Projekt ist fast abgeschlossen. Proje neredeyse bitmek üzere. Wir machen Fortschritte, aber wir brauchen noch 4 Wochen. İlerliyoruz ama hala 4 haftaya ihtiyacımız var. Wo wohnst du? Nerede yaşıyorsunuz? Ich lebe in London. Londra'da yaşıyorum. Möchten Sie etwas trinken? İçecek bir şey alır mısınız? Kann ich eine Tasse Tee haben? Bir bardak çay alabilir miyim? Können wir 3 Tassen Tee haben? 3 bardak çay alabilir miyiz? Kommst du auch? Sen de gelecek misin? Ja, ich werde kommen. Evet, geleceğim. Ich werde kommen, und mein Bruder wird auch kommen. Ben geleceğim, ayrıca kardeşim de gelecek. Wie viele Sprachen sprichst du? Kaç dil konuşabiliyorsun? Ich kann nur Deutsch sprechen. Sadece Almanca konuşabiliyorum. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. İngilizce ve Almanca konuşabiliyorum. Hast du Geschwister? Hiç kardeşin var mı? Ja, ich habe 2 Brüder und 3 Schwestern. Evet, 2 erkek, 3 kız kardeşim var. Ich habe nur 3 ältere Brüder. Sadece 3 abim var. Ich habe keine Geschwister. Hiç kardeşim yok. Wirst du morgen frei sein? Yarın müsait misin? Ja, ich arbeite morgen nicht. Evet, yarın çalışmıyorum. Nein, ich muss zur Schule. Hayır, okula gitmem lazım. Ich werde mit den Kindern in den Park gehen. Çocuklarla parka gideceğim. Haben Sie den Unfall auf der Straße gesehen? Yoldaki kazayı gördün mü? Bei dem Unfall kollidierten 3 Autos. Kazada 3 araba çarpıştı. Nein. Das habe ich nicht gesehen. Hayır, görmedim. In welchem Bereich sind Sie tätig? Hangi alanda çalışıyorsunuz? Ich bin im Marketing-Team. Pazarlama ekibindeyim. Ich bin im Team für Informationstechnologien.
Bilgi Teknolojileri ekibindeyim. Um wie viel Uhr verlassen Sie das Haus? Saat kaçta evden çıkacaksın? Ich werde warten, bis du kommst. Sen gelene kadar bekleyeceğim. Ich werde um 10 Uhr abends abreisen. Akşam saat 10'da çıkacağım. Welchen Film hast du gestern Abend gesehen? Dün gece hangi filmi izledin? Ich habe einen Zeichentrickfilm gesehen. Bir animasyon çizgi film izledim. Ich habe Matrix 3 gesehen. Matrix 3'ü izledim. Was für ein Mann war Michael? Michael nasıl bir adamdı? Er war ein sehr guter Mann. O çok iyi bir adamdı. Ich weiß es nicht. Ben tanımıyorum. Mit wem wirst du in den Urlaub fahren? Tatile kiminle gideceksin? Ich werde mit meinem Kollegen in den Urlaub fahren. Tatile iş arkadaşımla gideceğim. Ich werde mit meiner Freundin in den Urlaub fahren. Tatile kız arkadaşımla gideceğim. Ist dein Onkel gekommen? Amcan geldi mi? Wir haben bis zum Abend auf deinen Onkel gewartet. Aber er kam endlich. Amcan akşama kadar bekledik ama sonunda geldi. Er kam am Morgen. Sabaha karşı geldi. Werden Ihre Kollegen zu Ihrer Hochzeit kommen? İş arkadaşların da düğününe gelecek mi? Ja, 10 meiner Freunde werden kommen. Evet, 10 arkadaşım gelecek. Ich schätze, sie werden nicht kommen können. Sanırı gelemeyecekler. Wie geht es deinem Vater? Baban nasıl oldu? Nicht schlecht, funktioniert weiter. Fena değil, çalışmaya devam ediyor. Etwas unbequem. Biraz rahatsız. Um wie viel Uhr beginnt das Treffen? Toplantı kaçta başlayacaksın? Heute geht es eine Stunde früher los. Bugün bir saat erken başlayacak. Es beginnt mit 15 Minuten Verspätung. 15 dakika geç başlayacak. Was ist passiert? Ne oldu? Ich bin fast gefallen. Neredeyse düşecektim. Eigentlich gibt es nichts. Aslında bir şey yok. Lieben Sie ihn? Onu seviyor musun? Ja, liebst du ihn?
Evet, onu seviyor musun? Ich habe es früher geliebt. Daha önce seviyordum. Mit wem lebst du zusammen? Kiminle yaşıyorsun? Ich lebe mit meiner Frau. Karım ile yaşıyorum. Ich lebe mit meiner Mutter. Annemle birlikte yaşıyorum. Ich lebe bei meinem Vater. Babamla yaşıyorum. Ich lebe mit meinem Bruder. Abimle yaşıyorum. Machen wir nächstes Wochenende etwas zusammen? Gelecek hafta sonu birlikte bir şeyler yapalım mı? Das wäre toll. Sollen wir ein Picknick machen? Harika olur. Piknik yapalım mı? Wir können zu einem Basketballspiel gehen. Basketbol maçına gidebiliriz. Müssen wir Büromaterial bestellen? Ofis malzemeleri için sipariş vermemiz gerekiyor mu? Ja, Sie sollten nicht zu spät kommen. Evet, çok geç kalmamak gerekiyor. Bitte sofort bestellen. Lütfen hemen siparişi verilem. Ich kann heute nicht an der Sitzung teilnehmen. Hast du irgendetwas zu sagen? Bugün toplantıya katılamayacağım. Söyleyeceğin bir şey var mı? Warum machst du nicht mit? Neden katılmıyorsun? Feil. Danke für die Information. Ok. Bilgi için teşekkürler. Wirst du ins Fitnessstudio gehen? Spor salonuna gidecek misin? Ich werde heute nicht gehen. Bugün gitmeyeceğim. Ich werde morgen Abend gehen. Yarın akşam gideceğim. Welcher Tag ist heute? Bugün hangi gün? Heute ist Samstag. Bugün cumartesi. Heute ist Sonntag. Bugün pazar. Wie ist Tommy? Tommy nasıl biridir? Tommy ist eine sehr freundliche Person. Tommy çok güler yüzlü biridir. Tommy ist ein sehr gesprächiger Mensch. Tommy çok konuşkan biridir. Wann ist dein Geburtstag? Doğum günün ne zaman? Mein Geburtstag ist der 20. Juni. Doğum günüm 20 Haziran. Mein Geburtstag ist der 5. Juli. Doğum günüm 5 Temmuz. Kommst du gleich? Hemen geliyor musun? Ich muss zuerst in der Schule vorbeischauen. Önce okula uğramam lazım.
Nein, ich werde nicht kommen. Hayır, gelmeyeceğim. Würden Sie gerne bestellen? Sipariş vermek ister misiniz? Ja, ich kann jetzt bestellen. Evet, şimdi sipariş verebilirim. Nein, ich bin noch nicht bereit. Hayır, henüz hazır değilim. Wie viele Tage hat Michael frei? Michael kaç gün izinli? Michael ist nicht im Urlaub. Michael izinli değil. Er wird noch 5 Tage Urlaub nehmen. 5 gün daha izin kullanacak. Wer kam nach Hause? Eve kim geldi? Michael kam früh am Morgen an. Sabah erken saatte Michael geldi. Abends kam meine Freundin. Akşam kız arkadaşım geldi. Sollen wir dieser Anwendung einen Namen geben? Bu uygulamaya bir isim verelim mi? Ja, ich denke, es könnte Mercury sein. Evet, bence Mercury olabilir. Ja, nennen wir es Protex, wenn es zu Sanada passt. Evet, sana da uyarsa Protex diyelim. Wer hat dieses Gemälde gemacht? Şu tabloyu kim yaptı? Mein Großvater hat es vor 30 Jahren geschrieben. Dedem 30 yıl önce yazmış. Es wurde von einem sehr berühmten Maler angefertigt, aber ich habe seinen Namen vergessen. Çok ünlü bir ressam yapmış, fakat ismini unuttum. Wie war dein Test? Sınavın nasıl geçti? Obwohl ich gelernt habe, habe ich die Prüfung nicht bestanden. Çalışmama rağmen sınavda kaldım. Ich konnte die Prüfung bestehen, weil ich dafür gelernt habe. Sınava çalıştığım için sınavda başarılı olabildim. Müssen wir diese Schulung absolvieren? Bu eğitimi almak zorunda mıyız? Mein Vorgesetzter sagte, es sei eine Pflichtschulung. Müdürüm zorunlu bir eğitim olduğunu söyledi. Es scheint nicht notwendig zu sein. Aber es ist besser, wenn Sie mitmachen. Zorunlu görünmüyor. Ama katılırsan iyi olacaktır. Hast du für die Prüfung gelernt? Sınava çalıştın mı? Eigentlich habe ich studiert, aber andererseits gibt es viele Probleme. Çalıştım aslında ama diğer taraftan çok konu var. Ich habe es versucht, aber die Themen sind sehr problematisch. Çalıştım ama çok problemli konular.
Habe ich es richtig verstanden? Doğru anlamış mıyım? Ja, wir machen so weiter, wie Sie es gesagt haben. Evet, dediğin gibi devam edeceğiz. Nein, eigentlich ist es nicht ganz so. Hayır, aslında tam olarak böyle değil. Wie viel Geld verdienst du im Monat? Aylık ne kadar kazanıyorsun? Ich verdiene monatlich 1000 Lira. Aylık 1000 Lira kazanıyorum. Ich verdiene 1000 Dollar pro Monat. Aylık 1000 Dolar kazanıyorum. Präsident, haben Sie Fragen? Başka sorunuz var mı? Ich habe keine Fragen mehr. Başka sorum yok. Werden Sie fortfahren? Devam edecek misiniz? Wohin gehst du heute? Bugün nereye gideceksin? Wenn sich nichts ändert, gehe ich zu meinem Bruder. Bir değişiklik olmazsa abime gideceğim. Ich werde nach London gehen. Londra'ya gideceğim. Ich werde einkaufen gehen. Alışverişe gideceğim. Haben Sie heute ein Buch gelesen? Bugün kitap okudun mu? Ja, ich habe 3 Bücher gelesen. Evet, 3 kitap okudum. Ich habe heute noch kein Buch gelesen. Bugün henüz kitap okumadım. Was haben Sie auf dem Markt gekauft? Marketten ne aldın? Ich habe nicht viel gekauft. Çok bir şey almadım. Ich habe gerade Frühstück gekauft. Sadece kahvaltılık aldım. Haben Sie die notwendigen Unterlagen für das Treffen vorbereitet? Toplantı için gerekli belgeleri hazırladınız mı? Ja, Franz hat alles vorbereitet. Evet, arkadaşlar hepsini hazırladı. Wir haben nur noch 2 Dateien übrig, die wir von unserem Manager erhalten können. Sadece müdürümüzden almamız gereken 2 dosya kaldı. Haben Sie einen Weg gefunden, es zu lösen? Çözüm için bir yol bulabildiniz mi? Ja, wir haben 2 Alternativen. Evet, 2 alternatifimiz var. Wir haben noch keinen Weg gefunden, das Problem zu lösen. Henüz çözüm için bir yol bulamadık. Was ist dein Beruf? Mesleğiniz ne? Ich bin ein Student. Öğrenciyim. Mein Lehrer. Öğretmenim.
Ich bin ein Computeringenieur. Bilgisayar mühendisiyim. Ich bin leitender Manager in einem internationalen Unternehmen. Uluslararası bir firmada üst düzey yöneticiyim. Können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Daha ucuza bir araç bulabilir miyiz? Wir können nichts günstigeres finden. Daha ucuzunu bulamayız. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich warte auf einen Preis. Arkadaşımı aradım, bir fiyat bekliyorum. Ist in dieser Angelegenheit eine Korrektur erforderlich? Bu konuda bir düzeltme yapılması gerekiyor mu? Nein, alles funktioniert. Hayır, her şey çalışıyor. Das gesamte Projekt muss von Anfang an geschrieben werden. Baştan tüm projenin yazılması gerekiyor. Darf es sonst noch etwas sein? Size başka bir şey getirebilir miyim? Nein, ich möchte nicht. Hayır, istemiyorum. Ja, kann ich etwas Tee haben? Evet, bir çay alabilir miyim? Ja, kann ich etwas Wasser haben? Evet, bir su alabilir miyim? Wann fängst du mit der Schule an? Okula ne zaman başlayacaksın? 3 Wochen später. 3 hafta sonra. Es begann vor 3 Tagen. 3 gün önce başladı. Warum bist du erst heute gekommen? Bugüne kadar neden gelmedin? Ich wusste nicht, dass du hier bist. Burada olduğunu bilmiyordum. Ich kam, als ich es lernte. Öğrenince geldim. Holst du morgen mein Handy zur Reparatur ab? Telefonumu yarın tamirden alacak mısın? Ich werde es morgen um 8 Uhr abholen. Yarın saat 8'de alacağım. Es wurde noch nicht repariert. Henüz tamir edilmemiş. Warum lachst du? Neden gülüyorsun? Was du gesagt hast, war sehr lustig. Söylediğin çok komikti. Ich lache über dieses Kind. Şu kocuğa gülüyorum. Wie spät ist es? Saat kaç? Es ist 16 Uhr nachmittags. Saat öğleden sonra 4. Es ist 5 Uhr morgens. Saat sabah 5. Wirst du frühstücken? Kahvaltı yapacak mısın? Ich habe es vor einer Stunde gemacht.
Bir saat önce yaptım. Nein, das werde ich nicht. Hayır yapmayacağım. Sollen wir zusammen Kaffee trinken? Birlikte kahve içelim mi? Ja, wann sollen wir gehen? Evet, ne zaman gidelim? Tut mir leid. Ich habe heute keine Zeit. Üzgünüm, bugün zamanım yok. Wenn du willst, lass uns morgen trinken. İstersen yarın içelim. Was war das Thema des Treffens, das Sie im Büro abgehalten haben? Ofiste düzenlediğin toplantının konusu neydi? Es ging um die heute eingegangene Kundenbeschwerde. Bugün gelen müşteri şikayeti ile ilgiliydi. Es war nur ein Einführungstreffen. Sadece bir tanışma toplantısıydı. Gibt es ein Problem mit Ihrem Fuß? Ayağında sıkıntı var mı? Ja, mein Knöchel tut weh. Evet, ayak bileğim ağrıyor. Nein, ich habe keine Probleme. Hayır, herhangi bir problemim yok. Kennen Sie die Personen, die an diesem Treffen teilnehmen werden? Bu toplantıya katılacak kişileri tanıyor musun? Nein, ich kenne niemanden. Hayır, kimseyi tanımıyorum. Ja, ich kenne sie alle. Evet, hepsini tanıyorum. Was machst du in deiner Freizeit? Boş zamanlarında ne yaparsın? Ich lese Bücher. Kitap okurum. Ich schaue Filme. Film izlerim. Ich höre Musik. Müzik dinlerim. Ich mache Hausarbeit. Ev işi yaparım. Was macht Michael gerade? Michael şu anda ne yapıyor? Er spielt gerade ein Match. Şu anda maç yapıyor. Er geht zum Schwimmunterricht. Yüzme dersine gidiyor. Um wie viel Uhr kommst du von der Schule? Saat kaçta okuldan geleceksin? Ich werde gegen 17 Uhr zu Hause sein. Saat 5 gibi evde olurum. Ich werde heute nicht nach Hause kommen. Ich werde bei meinem Freund bleiben. Bugün eve gelmeyeceğim. Arkadaşımda kalacağım. Können Sie mir den Hausschlüssel geben? Bana evin anahtarını verir misin? Ja, natürlich. Ich gebe es dir sofort. Evet, tabii ki. Hemen vereyim. Leider habe ich das Haus verkauft.
Maalesef, o evimi sattım. Welche Spielzeuge mag Ihr Sohn? Oğlun hangi oyuncakları sever? Liebt Spielzeugautos. Oyuncak arabalarını çok sever. Liebt Superhelden. Süper kahramanları seviyor. Was gibt es zum Abendessen? Akşam yemeğinde ne yiyeceğiz? Pommes frites und Fleischbällchen. Patates kızarması ve köfte. Eine tolle Pasta. Harika bir makarna. Wie viele Dosen Flaschenmilch muss ich kaufen? Kaç kutu şişe süt almam gerekiyor? Wenn es für jeden etwas gibt, müssen Sie 40 kaufen. Herkese bir tane olacaksa 40 tane almak gerekiyor. Es reicht aus, nur 3 zu kaufen. Sadece 3 tane alsak yeterli. Kann ich etwas Geld leihen? Biraz borç alabilir miyim? Leider habe ich auch nicht viele. Maalesef, bende de çok yok. Wie viel brauchen Sie? Sana ne kadar lazım? Wie viele Personen sind in Ihrer Klasse? Sınıfınızda kaç kişi var? In meiner Klasse sind 23 Leute. Sınıfımda 23 kişi var. Früher waren in meiner Klasse 30 Leute. Sınıfımda eskiden 30 kişi vardı. Spreche ich zu laut? Çok yüksek ses ile mi konuşuyorum? Nein, das glaube ich nicht. Hayır, bence öyle değil. Ja, du schreist viel. Evet, çok bağırıyorsun. Wo hast du vorher gearbeitet? Daha önce nerede çalıştın? Ich habe noch nie gearbeitet. Daha önce hiç çalışmadım. Das ist mein erster Job. Bu ilk işim. Ich habe zuvor in einer Baufirma gearbeitet. Daha önce bir inşaat firmasında çalıştım. Welche Wörter hast du heute gelernt? Bugün hangi kelimeleri öğrendin? Heute habe ich die Wörter Fokus und spezifisch gelernt. Bugün odaklanma ve belirli kelimelerini öğrendim. Ich habe heute kein neues Wort gelernt. Bugün yeni bir kelime öğrenmedim. Wie lange versuchen Sie schon, Englisch zu lernen? Ne kadar zamandır İngilizce öğrenmeye çalışıyorsun? Ich arbeite seit 3 Jahren.
3 seneden beri çalışıyorum. Ich versuche seit 10 Jahren zu lernen. 10 seneden beri öğrenmeye çalışıyorum. Du bist endlich angekommen. Warum bist du zu spät? Nihayet geldin. Neden geç kaldın? Ich musste bis zum Morgen arbeiten. Sabaha kadar çalışmak zorundaydım. Ich bin noch nicht zu spät. Çok geç kalmadım. Wie sehe ich aus? Nasıl görünüyorum? Du siehst nicht so gut aus. Çok iyi görünmüyorsun. Du siehst sehr schön aus. Çok güzel görünüyorsun. Kannst du Michael helfen? Michael'a yardımcı olabilir misin? Sicher, warum nicht? Tabii, neden olmasın? Nein, da kann ich nicht hingehen. Hayır, oraya gidemem. Sicherlich. Elbette. Was würden Sie zum Abendessen empfehlen? Akşam yemeği için ne önerirsiniz? Wir haben eine sehr berühmte Pizza. Çok bilinen bir pizzamız var. Ich kann Fisch empfehlen. Balık önerebilirim. Haben Sie die Details des Projekts im Besprechungsraum besprochen? Toplantı odasında projenin detaylarını tartıştınız mı? Ja, wir haben über alle wichtigen Punkte gesprochen. Evet, tüm ana hatları konuştuk. Ja, wir haben ein weiteres Treffen vereinbart, um die Details zu besprechen. Evet, detayları konuşmak için bir toplantı daha ayarladık. Kannst du mir dieses Bild zeigen? Şu resmi bana gösterebilir misiniz? Von welchem Bild sprichst du? Hangi resimden bahsediyorsun? Es sollte in meiner Tasche sein. Könnten Sie bitte eine Minute warten? Çantamda olmalı. Bir dakika bekler misin lütfen? In welcher Klasse bist du? Hangi sınıftasın? Ich bin in der Vorbereitungsklasse. Hazırlık sınıfındayım. Ich habe gerade mit der Universität angefangen. Üniversiteye yeni başladım. Wie sah der Mann aus? Gelen adam nasıl görünüyordu? Der Mann war sehr besorgt. Adam çok endişeliydi. Der Mann war sehr wütend. Adam çok kızgındı. Hat der Fahrer im Auto geschlafen? Sürücü arabada uyuyor muydu?
Der Fahrer fuhr das Auto, aber er schlief nicht. Sürücü araba ama uyumuyordu. Eine andere Person schlief mit dem Fahrer. Sürücü ile birlikte başka biri daha uyuyordu. Willst du essen? Yemek yemek ister misin? Nicht jetzt. Ich werde es später essen. Şimdi değil. Daha sonra yiyeceğim. Ja, ich bin sehr hungrig. Evet, karnım çok aç. Mit wem gehen wir ins Kino? Sinemaya kimler gideceğiz? Ich werde ins Kino kommen. Mein Bruder wird auch kommen. Sinemaya ben geleceğim, ayrıca abim de gelecek. Ich werde ins Kino kommen, aber mein Bruder wird nicht kommen. Sinemaya ben geleceğim ama abim gelmeyecek. Wo warst du gestern? Dün nereye gittin? Ich ging zur Schule. Okula gittim. Ich ging zu meinen Eltern. Annemlere gittim. Ich ging zu meinem Bruder. Kardeşime gittim. Wie viele Personen werden an diesem Treffen teilnehmen? Bu toplantıya kaç kişi katılacak? 20 Personen werden teilnehmen. 20 kişi katılacak. Es werden nur du und ich sein. Sadece sen ve ben olacağız. Wann gehst du aus? Ne zaman dışarı çıkacaksın? Ich denke darüber nach, am Nachmittag abzureisen. Öğleden sonra çıkmayı düşünüyorum. Ich werde nach der Arbeit gehen. Mesai sonrası çıkacağım. Was ist dein Lieblingsgetränk? En sevdiğin içecek hangisidir? Ich mag es Wasser zu trinken. Su içmeyi severim. Ich liebe Fruchtsäfte. Meyve sularını çok severim. Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Bu inanılmaz bir araba. Hanginize ait? Mein Auto. Benim arabam. Nicht unseres. Bizim değil. Wie lautet deine E-Mail-Adresse? E-Mail-Adressiniz nedir? Meine E-Mail-Adresse lautet teachinglang@email.com. Benim e-mail adresim teachlang@email.com'dir. Möchten Sie etwas trinken? Bir içki ister misin? Ja, ich kann eins haben. Evet, bir tane alabilirim. Nein.
Ich nehme Medikamente. Hayır, ilaç kullanıyorum. Um wie viel Uhr beginnt das Treffen? Toplantı kaçta başlayacaksın? Das Treffen wurde verschoben. Toplantı ertelendi. Wurde es heute abgesagt? Bugün iptal oldu.